Da ist er. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, da ist er, der ProCynic 820T. Mal wieder ein Staubsaugerroboter, aber diesmal aus dem Preissegment um die 200 Euro. 239 werden hier angesagt für den Robo. Und dafür soll er eine ganze Menge Funktionen bieten, die man so eigentlich eher aus höherpreisigen Modellen her kennt. Von daher bin ich sehr gespannt, was er hier abliefern kann. Ihr seht, packungsmäßig schon mal sehr schlicht gehalten das Ganze, denn er hat nicht nur eine Saugfunktion, er hat auch eine Wischfunktion, das heißt, er kann auch feucht durchwischen mit seinem Wassertank und er soll auch eine Karte von eurer Wohnung erstellen, damit er da ein bisschen gezielter und nicht nur nach Chaosprinzip reinigt. Er soll eine App-Steuerung haben, er soll eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa haben. Ja, das ist eine ganze Menge und wenn ich hier so reinschaue, sieht auch die Packung ganz gut gefüllt aus. Ich packe erstmal aus. Tja, und da ist der 820T Endless Love for Family steht drauf und wir schauen mal, was da wirklich drin steckt. Macht erstmal einen ganz guten Eindruck, so auf den ersten Blick. Ihr seht, eine ganze Menge Packungsinhalt ist dabei. Gehen wir es mal kurz durch. Wir haben hier 4 Bürsten, also 2 Satz und die sind auch unterteilt in rechte und linke Bürste. Also ein Paar, was direkt drauf muss und dann noch ein Ersatzpaar, denn das ist ja ein Verschleißteil. Das wissen wir ja. Ebenfalls ein Verschleißteil ist hier der Luftfilter, der HEPA-Filter. Da ist noch einer mit dabei. Ganz interessant, habe ich so noch nie gehabt, ist das hier. Das ist ein Magnetband. Damit kann man eben Bereiche abgrenzen, in die der Roboter nicht reinfahren soll. Und dann kann man das wohl einfach da hinlegen und er erkennt dann hier diese magnetische Schranke und ja, meidet eben diesen Bereich. Bin ich mal gespannt, habe ich so noch nie gesehen. Kann man auch nachkaufen, weil hier ist, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 2 Meter mit dabei maximal. Und wenn man dann mehrere Räume oder Bereiche hat, wo er nicht hin soll, braucht man vielleicht mehr. Kann man aber nachkaufen. Ich schaue mal, ob ich das alles hier unten unter dem Video verlinkt bekomme, Freunde. Dann haben wir einmal eine Fernbedienung. Da kommen als Batterien so 2 AAA-Batterien rein, werden nicht mitgeliefert. Die müsst ihr selbst zu Hause haben. Und dann haben wir da sogar ein Display, wo jetzt aktuell irgendwie eine Uhr mitläuft. Wir können hier Reinigungsmodi wohl einstellen, ihn manuell steuern. Schauen wir uns alles auch etwas später an. Dann einmal ein Mikrofaser-Wischtuch, denn er kann ja auch feucht durchwischen, der Gute. Dann natürlich einmal hier die Ladestation, auf die er selbstständig fahren soll, wenn der Akku sich dann entleert. Einmal hier mit den Kontakten, wo er dann auflädt. Oben ein kleines LED-Lichtchen und ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sehen. Kennen wir so ziemlich standardmäßig eine Ladestation. Und dann haben wir hier nochmal den Staubbehälter, der mitgeliefert wird für das tägliche Entleeren. Klappt man einfach hier diesen hinteren Bereich so nach vorne und kann dann hier alles ausschütten. Ja, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Sieht etwas verwinkelt aus da hinten, ob sich da vielleicht nicht die Haare verfangen. Wir werden es herausfinden. Und für das etwas genauere Reinigen kann man hier nochmal diese Klappe öffnen. Und dort kommt man dann auch hier an den Staubfilter ran, den man dann auch austauschen und auspusten kann. Also ich habe das öfters mal, bevor ich die immer zu schnell austausche, bei meinen anderen Robotern, habe ich die immer mit ein bisschen Druckluft mal wieder frei gepustet und dann hat man da wieder eine ganze Menge an Betriebszeit dazu gewonnen. So, komm, rein damit. So, Klappe zu, also das ist der Staubbehälter und hier hinten drin haben wir schon den Wassertank, der ist hier vorinstalliert, auch schon hier mit so einem Mikrofaserwischtuch, also wir haben 2 Stück davon dabei, befestigt, ganz klar wird das hier per Klett, sehr einfach, ja, kann man ganz leicht abmachen, mittels Klettverschluss wieder dran machen, Tücher dann waschen, damit die wieder sauber sind. Vom Fassungsvermögen her haben wir 350 Milliliter hier Maximum und befüllt wird er hier oben über diese kleine Gummiklappe. Dort füllt man dann einfach das Wasser rein, Klappe zu und dann steckt man ihn zum Wischen dann hier in den Robo rein. Das ist schon ein kleiner Unterschied zu den teuren Modellen, die ich in der letzten Zeit getestet habe. Die konnten nämlich saugen und wischen gleichzeitig. Hier muss man sich entscheiden, soll er durchwischen oder soll er nur staubsaugen? Ich mache erstmal hier nur staubsaugen, würde ich sagen. Deswegen kriegt er jetzt hier den Staubbehälter einmal eingesetzt von mir. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Ich sollte ihn vielleicht richtig rum einsetzen, denn dann geht es leichter. So, einfach hinten einschieben, einrasten. Wunderbar, funktioniert sehr, sehr leicht und einfach.
Wir sehen einmal hier die Oberfläche. Sie ist glänzend und ja, sieht ganz nett aus. Wir haben auch keine Klappe, die man jetzt hier oben öffnen kann, wo irgendwie ein Staubbehälter oder sonstiges drunter ist. Hier oben kann man eigentlich gar nichts machen, außer hier die beiden Knöpfe betätigen. Einmal den für nach Hause zu fahren zum Aufladen und einmal den Startknopf. Oh, drehen wir ihn mal um. Dann sehen wir, ja, ganz klar, hier vorne kommen die Seitenbürsten dran. Die fehlen uns natürlich noch. Also werde ich die mal flott installieren. Mal schauen, ob das gut geht. Hier ist die linke. Einfach nur aufstecken und klack, fertig. Und jawohl, hier ist eine rechte. Aufstecken, klack, fertig. Wunderbar, so muss das sein. Die müssen sich immer leicht installieren lassen, denn die muss man auch mal abnehmen können, wenn sich hier die Haare rundherum ein bisschen reingewickelt haben, damit man die mal da rausziehen kann, ist es immer wichtig, dass hier diese Teile leicht entfernt werden können. Hier vorne haben wir das freilaufende Vorderrad, das also nicht gelenkt wird oder sonstiges, das muss einfach nur mitlenken. Dann haben wir hier nochmal Infrarotsensoren, einmal hier. Einmal hier und nochmal hier. Das sind die Sturzsensoren. Also wenn er zum Beispiel auf die Treppe zufährt und er merkt plötzlich, ah Moment, da ist gar kein Untergrund mehr unter mir direkt, dann stoppt er. Also der fährt nicht in den Abgrund rein, sondern mit den Sensoren merkt er, wenn es dort dann ein bisschen zu viel Luft unten drunter gibt. So, hier haben wir einmal die Antriebsräder, einmal rechts, einmal links. Ihr seht, ordentlich gefedert. Der soll bis 1,5 cm Schwellen und Teppiche gar keine Probleme haben und da ganz locker drüber kommen. Also wenn ihr ein bisschen dickeren Teppich habt, sagen wir bis 1,5 cm oder ins Bad gibt es irgendwie eine Schwelle oder in die Küche, dann sollte er dort problemlos reinkommen. Hier haben wir dann noch die Bürste, die Saugbürste, also dieser Saugbereich quasi mit der rotierenden Bürste. Und da ist es mir auch immer extrem wichtig, dass man die sehr leicht auswechseln kann und rausnehmen kann zum Reinigen. Denn bei den Bürsten, ganz klar, also hier kann man die Klappe hoch machen, dort wickeln sich die ganzen Haare drum. Gerade wenn ihr irgendwie jemand Langhaarigen im Haus habt, ja, wie eine Frau zum Beispiel, dann wickeln sich da unheimlich die langen Haare drum. Und die muss man dann immer mal wieder abnehmen. Aber ihr habt schon gesehen, wie leicht ich das hier rausbekommen habe, das Teil. Super einfach. Und wir haben dann hier eine Mischung aus Borsten und aus solchen Gummilippen, die dann eben den Schmutz nochmal Richtung Saugöffnung transportieren. Und oh, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Die ist dann hier die Einsaugöffnung. Also alles muss erstmal an der Bürste vorbei und wird dann hier eingesaugt. Sehr schöne Sache. So, vor allem, dass das hier so einfach geht, ist mir ja immer extrem wichtig. Denn wenn ihr so ein Teil habt und das Rausmachen der Bürste ist fummelig und ihr müsst dann hier die Reinigung ja doch öfters mal vornehmen, irgendwann macht ihr die Reinigung nicht mehr, weil ihr dann keinen Bock mehr drauf habt. Und dann habt ihr ein Problem mit dem Robo, weil er nicht mehr richtig funktioniert. Aber ihr habt gesehen, das hier geht super einfach. So, schauen wir mal kurz, was hier unten drunter noch steht. Die Arbeitsspannung 14,4 Volt, 0,6 Ampere und 28 Watt Gesamtleistung, die hier gebracht werden können. Auf der Vorderseite sehen wir nochmal klar hier diesen Stoßsensor. Also wenn er irgendwo gegenfährt, dann merkt er das und ja, setzt dann entsprechend nochmal zurück. Oder dann noch besser, er hat auch hier vorne Infrarotsensoren, die sieht man hier unter dieser Plastikabdeckung drunter, oder man sieht sie eben nicht, aber die sind unter der Plastikabdeckung. Damit sollte er auch merken, wenn er irgendwo vorfährt und da kommt ein Hindernis, bevor er hier dran stößt, dass da schon was ist und sollte dann zurücksetzen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Und ja, so viel hätten wir jetzt hier im Rundumblick, Freunde. Dann geht es jetzt darum, das Ding einzurichten. Und dafür haben wir hier unseren kleinen Quick Start Guide. Und da steht auch schon drin, wir sollen einmal die Ladestation an den Strom anschließen. Das habe ich schon gemacht. Und dann soll ich mal den Knopf hier für 3 Sekunden drücken und den Kollegen auf seine Ladestation setzen. Also schauen wir mal. 1, 2. Welcome to use robot vacuum cleaner. Okay, er spricht mit uns, auf Englisch aktuell noch, und dann stelle ich ihn hier auf seine Ladestation drauf. Er sagt nichts, wir machen trotzdem mal weiter. Anschließend sollen wir uns dann hier die App runterladen, die hier mit dem QR-Code dann auch vermerkt ist. Also schauen wir mal, dass wir hier die App flott finden. Einmal scannen, einmal öffnen. Und da ist sie, die ProScenic Home App, und runterladen. Und während die App hier runterlädt, kann ich sehen, dass hier hinten das grüne Lämpchen am Blinken ist.
Das blinkt, solange er hier aufgeladen wird. Wenn die Ladung voll ist, dann leuchtet es permanent und das soll von 0 bis 100 so in 5 Stunden erledigt sein, das Ganze. So, die App hat allerdings Flutter geladen, die ist schon fertig. Also öffnen wir sie mal und schauen mal, wie einfach hier der Setup-Prozess ist. Möchte Bluetooth verwenden, da sage ich mal okay. Die App möchte auf meinen Standort zugreifen, das braucht sie jetzt wirklich mal nicht. Und sie möchte Mitteilungen senden, das ist wieder okay. Und natürlich müssen wir erstmal ein Benutzerkonto anlegen. Nachdem das geschafft ist, landen wir hier noch kein Gerät. Gerät hinzufügen, jawohl. Und dann suchen wir uns mal was Passendes raus. Intelligente Reinigung, das passt schon. Und ja, die Bilder hier sind aber schon ziemlich klein. Das hier könnte sein, oder? Würde ich mal sagen. Netzwerkauswahl, bitte wählen Sie eine schnelle Verbindung. Wir machen die schnelle Verbindung, klar. Nächster Schritt, wir sollen ihn wohl einschalten. Das haben wir schon. Wir sollen einmal ja hier auf den Home-Knopf drücken, bis wir einen Ton hören. Ja, da klingelt es an der Tür. Also Ton gehört, okay, haben wir auch. Und dann müssen wir hier unser WLAN-Netzwerk auswählen und natürlich auch unser Passwort eingeben. Und auch hier ist zu beachten, Freunde, der funktioniert nur im 2,4 GHz WLAN. Ja, mit einem 5 GHz WLAN klappt das leider nicht. Und jetzt versucht er sich hier mit meinem Gerät zu verbinden. Schauen wir mal, ob es auf Anhieb klappt. Okay, über die schnelle Verbindung hat es jetzt nicht funktioniert. Wir probieren einfach mal den AP-Modus aus. Okay, Leute, ich kann leider keinen Erfolg verzeichnen. Ich bekomme die Verbindung von der App zum Roboter über das WLAN hier einfach nicht hin. Soeben hatte ich noch eine Idee, was vielleicht bei der App nicht funktioniert. Ich habe ja hier das auf einem iPhone 7 mit iOS 13 probiert. Und da hat es einfach nicht geklappt. Also habe ich mir nochmal hier mein altes iPhone 6 geholt. Da läuft noch iOS 12 drauf. Und wir probieren das hier nochmal. Wir haben direkt schon eine Änderung, nämlich hier stehen jetzt unten die Modelltypen der Roboter mit dabei. Sieht schon mal vielversprechender aus. Also wir wählen den 820T aus, machen die schnelle Verbindung. Eingeschaltet ist er ja schon da hinten. Nächster Schritt, nochmal hier auf das Bimmeln warten. Haben wir gehört. Dann, ja, schaut her, plötzlich steht hier auch mein WLAN schon mit drin. Passwort eingeben und zum nächsten Schritt gehen. Ich denke, jetzt wird es echt funktionieren. Da fehlt einfach noch die Aktualisierung auf iOS 13. Also Freunde von Procynic, gebt mal Gas, denn immer mehr Leute haben das jetzt. Wi-Fi connected. Und wir haben schon gehört, Wi-Fi connected, es hat funktioniert. Das liegt echt an iOS 13, ich pack's ja nicht. Okay, gehen wir mal auf Fertig und schauen mal, was hier in der App so drin steckt. Und so sieht die Oberfläche aus. Hier werden wir dann eine Karte sehen von der Wohnung. Man kann erkennen den Pfad, den er schon gefahren ist, wo er Hindernisse erkannt hat und wo der Roboter sich aktuell aufhält. Wir sehen die Reinigungsfläche in Quadratmetern, den Akkuzustand und die Reinigungsdauer. Und hier unten haben wir dann die verschiedenen Programme, inklusive der Möglichkeit, die Wassermenge beim feuchten Durchwischen einzuschalten und dann nochmal hier die manuelle Steuerung zu aktivieren, dass man ihn dann auch fernsteuern kann, ganz direkt, genauso wie es dann auch hier mit den Knöpfen auf der Fernbedienung funktioniert. Meine Güte, endlich hat's geklappt, Freunde. Also iOS 13 ist aktuell, Procynic, schnell ein Update bitte machen. Das ist sonst mega frustrierend für die Kunden. Aber hier klappt's jetzt und ich starte mit der Reinigung. Endlich. Und los geht die Reinigung erstmal im Staubsaugermodus und das macht er gut. Man kann hier direkt erkennen, dass er sehr strukturiert vorgeht. Das heißt, solange es geht, fährt er gerade Bahnen, wendet, fährt etwas versetzt eine gerade Bahn zurück und so weiter und so fort. Und er legt dabei gleichzeitig eine Karte an in der App, sodass man sehen kann, wo er Hindernisse hatte, wo er schon gefahren ist und wo er sich aktuell aufhält. Was etwas schade ist bei der App, diese Karte wird offenbar nicht gespeichert. Denn jedes Mal, wenn ich hier nochmal einen neuen Reinigungsvorgang gestartet habe, fängt er nochmal neu an, sich eine Karte zu erstellen. Die dient eigentlich nur zur Kontrolle, dass man selbst schauen kann, wo war er denn schon und wo war er denn noch nicht gewesen. So, beim eigentlichen Fahren, das macht er echt gut. Vor allem der Typ ist Offroad-fähig, würde ich mal sagen. Hier bei unseren Barhockern, wo ja gerade der kleinere D-Bot Slim 2 seine Probleme hatte und immer hängen geblieben ist, also da ist er sehr, sehr hartnäckig. Er fährt da hoch, er fährt da seitlich drüber. Er ist aber nicht ein einziges Mal hängen geblieben, sodass ich dort eingreifen musste. Also das ist eine gute Sache. Der kommt
ziemlich gut durch. Selbst hier auf dem Kratzbaum, wo doch unten eine ziemlich erhöhte Holzplatte ist mit Stoffbezug, da fährt er zwar dann drauf, aber er kommt auch selbstständig wieder runter. Manchmal muss er da ein bisschen kämpfen, aber er ist noch kein einziges Mal hängen geblieben. Wie es jetzt genau mit höheren Teppichböden ist, kann ich natürlich leider nicht sagen, denn wir haben keine Teppichböden. Aber sonst ist er hier wunderbar klargekommen bei uns. Er hat Hindernisse gut erkannt, die Erkennung der Hindernisse mittels der Infrarotsensoren hier auf der Vorderseite, die funktioniert erstaunlich gut. Also sehr, sehr oft fährt er gerade an Möbelstücke ran und stößt sie gar nicht erst an, sondern bemerkt vorher, dass sie da sind, hält so einen Zentimeter vorher an und dreht nochmal ab. Also diese Kollisionserkennung funktioniert echt einwandfrei. Was mir auch ganz gut gefällt, ist die Geräuschentwicklung hier vom 820T. Er hat drei Stufen. Er hat den Eco-Modus, der ist wirklich sehr, sehr leise. Allerdings wird da auch wenig Saugleistung rangebracht. Dann den mittleren Modus oder den normalen Modus, das ist der, in dem man eigentlich normalerweise unterwegs sein sollte. Der ist, ich sag mal, deutlich hörbar. Die hochpreisigen Roboter, die ich schon getestet habe, die waren da nochmal eine ganze Ecke leiser. Aber ich sag mal, er ist nicht so laut, dass man jetzt hier Kopfschmerzen von bekommt oder so. Aber man hört sein Sauggeräusch doch schon relativ deutlich. Und im hohen Modus, ja, da ist er schon laut. Muss man nicht anders sagen. Da ist er schon laut, aber dann bringt er auch ordentlich Saugleistung voran. Und die wird auch gut umgesetzt, dadurch, dass wir hier noch diese rotierende Bürste drin haben. Diese plus die Saugleistung, oder die erhöhte Saugleistung, da geht schon was weg. Kann man sagen, also mit der Reinigungsleistung beim Staubsaugen bin ich zufrieden. Da gibt es gar nichts zu meckern. Wenn ich mal hier die Klappe aufmache, kann man sehen, was er hier alles Schönes eingesammelt hat. Natürlich Katzenhaare, Krümel und alles mögliche andere Leckere, was so rumfliegt. Und auch das Entleeren. Ich habe ja erst gedacht, das hakt hier ein bisschen, aber es geht. Wobei die Katzenhaare hier schon relativ hartnäckig an dem Vlies festhängen, muss man manchmal schon mit der Hand reingreifen. Also ich würde mal sagen, es geht, aber da habe ich schon bessere Entleerungsbehälter gesehen für den Staub. So, dann haben wir natürlich nochmal hier testen müssen, wie funktioniert es denn hier mit dieser magnetischen Barriere? Und das sind keine 2 Meter, die dabei sind, das ist vielleicht ein knapper Meter. Also das reicht gerade mal, um eine Türzarge, einen Türdurchgang damit zu sperren. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr das kaufen, gibt es aber unten verlinkt auch in der Videobeschreibung, genau wie der ganze Roboter. Und das hat auf jeden Fall prima funktioniert. Ich habe das mal mitten in den Raum gelegt, habe ihn drauf zufahren lassen und er wollte nicht drüber fahren. Also eine interessante Methode, das zu machen. Funktioniert auf jeden Fall. Dann zu guter Letzt, ja natürlich haben wir hier nochmal feucht durchwischen müssen. Also den Tankbehälter einmal unter dem Wasserhahn auffüllen, in den Roboter reinschieben und dann auf feuchtes Wischen starten. Und wow, also der wischt wirklich mal gut feucht durch. Da sieht man schon in der ersten Bahn, dass da alles ziemlich nass hinten dran, also nass jetzt nicht, aber sehr, sehr feucht geworden ist. Und man kann in der App ja auch nochmal einstellen, ob wenig, mittel oder viel Wasser benutzt werden soll. Ich muss sagen, von dieser Wischfunktion, ja, die ist gut. Doch, die ist wirklich gut. Wer nur mal eine leichte Verschmutzung hat oder so einmal in der Woche mal ein bisschen den Parkettboden, den Fliesenboden gewischt haben will, der kann das mit dem hier absolut machen. Er macht das sehr ordentlich und das Mikrofasertuch, das wird ordentlich befeuchtet. Das ist ja eine wichtige Sache dabei. Es lässt sich auch leicht abnehmen, reinigen und mittels Klettern wieder befestigen. Was halt hier der Unterschied ist zu den teuren Geräten, die das genauso gut machen wie er. Also da will ich eigentlich gar keinen Abstrich machen oder er macht es genauso gut wie sie. Ja, der Unterschied ist, er saugt hier nicht gleichzeitig. Also saugen und wischen, das kann er nicht, denn der Saugbehälter, der Staubbehälter ist ja dann draußen. Also hier muss man sich entscheiden, ob er nun feucht durchwischt oder ob er Staub saugt. Aber mein Gott, da gibt es echt Schlimmeres. So, und dann können wir auch schon zum Fazit kommen. Ist er jetzt richtig gut oder ist er richtig schlecht? Oder ja, wie würde ich ihn jetzt hier bewerten? Natürlich immer hinsichtlich des Preises. Mit 239 Euro ist man hier dabei bei dem ProScenic 820T. Und für diesen Preis liefert er gut ab. Doch, muss ich sagen, von mir kriegt er ein gutes Zeugnis ausgestellt. Abgesehen davon, dass die App jetzt noch nicht auf iOS 13 aktualisiert ist und die Einrichtung nicht geklappt hat. Dafür gibt es absolut Abzüge in der B-Note von mir. Aber das wird sich in Zukunft ändern. Das Update wird mit Sicherheit kommen. Der Roboter macht einen guten Reinigungsjob. Er hat übrigens eine Höhe von 7,5 cm. Er ist nicht allzu laut. Er saugt ordentlich, er wischt ordentlich. Er lässt sich auch gut reinigen, dadurch, dass die
Bürsten hier leicht abgenommen werden können, genauso wie hier die Seitenrotationsbürsten. Er ist ziemlich geländegängig, er bleibt nicht an irgendwelchen Hindernissen hier großartig hängen, soweit ich das testen konnte. Und die App, ja, die ist relativ einfach und verständlich. Schade eben, dass die Karte von der Wohnung nicht abgespeichert wird, aber mein Gott, das ist halt dann in einer anderen Preisklasse durchaus möglich. Von mir bekommt er auf jeden Fall, ja, ich sag mal, 1,5 Daumen hoch, denn die App, die muss noch aktualisiert werden. Ansonsten ist das hier preis-leistungsmäßig eine ganz gute Geschichte. Doch für 239 Euro kann man das machen hier mit dem ProScenic 820T. Den Namen, den könnten Sie vielleicht noch ein bisschen peppiger gestalten. Also Freunde, wieder mal ein sehr ordentlicher Saugroboter. Der Markt, der wird ja quasi überflutet. Es gibt so viele verschiedene Modelle in Preisklassen, sage ich mal ab 150 Euro oder sogar ab 100 Euro schon, aber von denen sollte man echt die Finger lassen. Ab 100 Euro aufwärts bis zu 7, 8, 900 Euro. Die Spanne ist riesig, aber ihr seht, auch günstige Geräte können eine ordentliche Reinigungsleistung abliefern. Genau schon wie man die Divot Slim 2, mit dem ich angefangen habe, und natürlich die anderen teuren Geräte, die sind über jeden Zweifel erhaben. Also wenn ihr sowas brauchen könnt, schaut gerne mal in den Link hier in der Videobeschreibung. Dort habe ich den ProScenic für euch verlinkt, ebenso wie die Playlist mit den ganzen Smart Home Gadgets, wo ich auch die ganzen Saugroboter getestet habe. Schaut auch dort gerne mal rein, wenn ihr noch ein paar andere Roboter sehen wollt und was die so liefern können. Auf jeden Fall, er bekommt von mir ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt, macht seinen Job ordentlich, und damit sage ich auch vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, es war interessant für euch, und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!